Guten Morgen und willkommen zu Coral Island. Heute findet ein Fest statt. Vielleicht sollte ich es mir ansehen. Naja. Rüst das an, singen. Noch tarde, viel Tag. Ich weiß nicht, ob ich die noch setzen kann. Nein. Kommt nicht da rein. Zum Glück schon. Uhr. Hartholz. Produziert. Da kommt sie schon nach der Runde.
Let's start. Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Besonders schön, dich hier zu sehen. Nicola, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Seht euch diese Beteiligung an. Es sieht so aus, als hätten wir genug Freiwillige. Packen wir es an, Leute. Ich erzähle euch noch mehr Einzelheiten, wenn wir in Purvo Uts sind. Sind alle bereit? Los geht's! Coole Schiffli, das ist nice. Da sind wir in Purvo Woods. Also, was davon übrig ist. Illegale Abholzung hat hier ernsthafte Schäden angerichtet. Aber das wird sich bald ändern. Der Gouverneur hat die Zuständigkeit für Purvo Woods an Starlet Town übertragen. Und so führen wir in diesem Jahr diese zeitlich begrenzte Veranstaltung durch. Wir werden Purvo Woods komplett neu aufforsten. Also gehen wir es an und pflanzen ein paar Bäume. Tree Planting Festival. Es ist gesund, ab und an aus der Stadt rauszukommen. Ein Tapetenwechsel ist gut für die Seele. Emily und ich haben heute dieselben Baumsamen gebracht. Schön, dich hier zu sehen, Goldmotte. So eine gute Resonanz heute. Ah, wieder zurück. Ich habe für später ein wenig grünen Tee eingepackt. Hast du etwas mitgebracht? Warum plaudern wir noch immer? Pflanzt eure Bäume. Behaltet das Schwert im Griff nehmen. Ich war sehr oft hier, aber nicht um Bäume zu pflanzen. Dieser Platz hier oben ist sehr abgelegen. Erinnert mich an deine Farm. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Farmer, du siehst gut aus. Denk ganz kurz darüber nach, Walter. Die Finanzierung eines vollautomatischen Baumpflanzers sollte doch in deinen Möglichkeiten sein. Randy hat einen interessanten Vorschlag. Ach du liebe Zeit, der Ausflug wird immer beschwerlicher, aber es ist großartig von hier oben aus. Ich würde mich nie an die Bootsfahrt gewöhnen. Glaube mir, ist schlecht. Wir arbeiten so nachhaltig mit Holz, wie wir können. Darum bin ich immer bei dieser Baumpflanzungsfeste dabei. Wir müssen etwas an Mutter Natur zurückgeben, nicht wahr? Es ist beruhigend zu sehen, dass Leute, die mit Bäumen arbeiten, sich auch bemühen, neue Bäume zu pflanzen. Mit der Pflanzung von Bäumen können wir sehr leicht etwas bewirken. Ich kann die saubere Luft schon förmlich spüren. Ja. Wo ist deine Schaufel? In dieser Gegend regnet es sehr viel. Das ist gut, denn wir brauchen einen schönen
Ich habe Kira und ihrem Jungen hier gesagt, sie sollen sich ein bisschen entspannen. Wir wollen nicht, dass die Leute nervös werden wegen der Monster. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass alles glatt läuft. Und um Bäume zu pflanzen, ja klar. Gib mir einen Moment, ich muss nur schnell zu Atem kommen. Es ist einfach so anstrengend, hier heraufzuwandern. Jim, wenn wir nicht so handeln würden, dann bräuchten wir das nicht zu tun. Ich meine nicht dich und mich, aber ich beziehe mich auf uns Menschen im Allgemeinen. Manchmal wissen wir nicht, wo unser Platz ist. Willst du mit mir dahin hinuntergehen? Geh mit dir. Ich kann es spüren. Die Natur eilt langsam dank unserer Anstrengungen. Welche Baumart eignet sich am besten zum Pflanzen hier? Was meinst du? Denkst du, Eichenbäume sind gut? Ich habe ein paar Kekse zum Knabbern mitgebracht, aber Alice und ich haben sie auf dem Boot gegessen. Wir haben noch nicht einmal mit der Bepflanzung angefangen. Was machen wir jetzt? Ich hoffe, wir haben genug Wasser für alle. Das wird ein langer Tag mit anstrengender Arbeit, das sehe ich schon kommen. Sieh nur, mein Outfit passt zum Motto Grün. Heute kein Arztdienst für mich und Juri. Wir müssen einen Planeten retten. Schatz, das ist mein Training für die ganze Woche. Ruka, pflanzt ab und zu heute Bäume. Mir gefällt dieser Ort besser als der Strand. Oh, Mrs. Ruka, hast du gewusst, dass Insekten und Würmer auch auf den Bäumen leben? Ja, jetzt weißt du's. Nur gute Laune heute, darum geht es mir hier. Außer bei Jim, er ist miesepetrig. Ob die Wind beginnen? Ja. Stage A. Clear all the rain. Ja. Hier haben wir alles da. Ne? Wieso kommt es denn da aus dem Boden? Schwitzen. Nein.
Stage A beendet. Quest aktualisiert. Bereite den Boden im Bereich B vor. Hier habe ich noch nicht bewertet. Stage B abgeschlossen. Pflanze Setzlinge. Der Einzige, der arbeitet. Alle anderen sind am Schwätzen. Das hätte geschafft, Leute. Wir haben es getan. Die erste Fläche ist bepflanzt. Es war viel Arbeit, aber unsere Bemühungen werden sich auszahlen. Nächstes Jahr wird dieser Teil von Purwa Woods ganz anders aussehen. Erst einmal wird es viel grüner aussehen als jetzt und diese Bäume werden dann schon ausgewachsen sein. Hehehe. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Gute Arbeit, Leute. Quest abgeschlossen. Dann zum Set, Belohnung der Bruch. Jetzt wurde wieder alles verschoben. Ah, dann setzen wir. Mm-hmm.
Es verlassen, ja. Sind Stein auch schon zertrümmert? Da rein. Aber mit. Okay. Und gute Nacht, ich habe meine Bronzebarre aufgebraucht, die ich eigentlich gebraucht habe.